Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich hoffe, es geht euch gut und jetzt weiß ich auch, was ich vergessen habe. Oh. Mitten in der Ansage merke ich gerade, mein Spiegel fehlt. Ich brauche ja hier meinen Spiegel, weil wir wollen uns ja schminken. Ich führe meinen Satz weiter. Falls es euch nicht gut geht, wünsche ich euch von Herzen schnell und gute Besserung, ihr Lieben. Und jetzt hole ich mir mal eben meinen Spiegel. So, entschuldigt bitte, ja. Ich bin wieder da, genau, ja. Jetzt war ja so ein bisschen, so ein paar Tage, ich glaube über eine Woche ist jetzt vergangen seit dem letzten Video. Eigentlich ist das für mich nicht typisch, aber manchmal, wisst ihr, ist der Tag zu kurz. Ich wollte immer ein Video drehen für euch und habe es nicht auf die Kette gekriegt, weil die Zeit einfach fehlte. Und das Wetter ist momentan so, so schön und da sind wir sehr oft raus mit dem Kleinen, mit unserem Sohnemann und ans Wasser und ja, deshalb entschuldigt bitte. Aber jetzt gibt es dafür ein längeres Video. Ja, und zwar, ich zeige euch jetzt noch ein paar, ich habe das letzte Video, was war denn das letzte Video? Habe ich euch da meine Geburtstagsgeschenke gezeigt? Und da war ja auch schon was bei, zum Beispiel von Jeffree Star das Puder. Genau, meinen Mary Luminizer, den Highlighter, habe ich euch kurz gezeigt. Ne? Hier die Lidschattenbase von Anastasia Beverly Hills und von Too Faced die Balm, This Ray Turn Up the Light. Diese wunderbar geile Palette. So, das möchte ich gleich alles ausprobieren und dann noch das, was ich euch jetzt zeige. Ich habe nämlich ja in den letzten, also gestern war ich mit meinem Mann in Müller, in der Drogerie Müller. Auch da konnte ich jetzt nicht so stöbern, wie ich wollte, weil wir waren jetzt nicht im Müller, um Kosmetik zu shoppen, sondern eigentlich um andere Sachen. Unter anderem kann man da, wie ich finde, sehr gut Fotos ausdrucken. Ja, und also ich finde, da gibt es mehr Funktionen wie im DM oder Rossmann. Deshalb waren wir da. Und nichtsdestotrotz habe ich da trotzdem was gefunden. Das zeige ich euch gleich. Dann ja, habe ich geschenkt bekommen von einer lieben Maus, nachträglich noch zum Geburtstag, von Catrice. Ja, das habe ich mal am Rande mitbekommen. Da Catrice hat ja irgendwann letztens diese Paletten rausgehauen von Disney. Und ich habe jetzt durch meine liebe Freundin die Disney-Palette bekommen. Das ist eine Lidschattenpalette und das ist die 02 Daisy's Signature. Das sind 9 Eyeshadow-Lidschatten. Seidig, geschmeidige Textur mit unterschiedlichen Effekten. Okay. Auch wie süß hier mit dem Spiegel. Da ist dann oben die Daisy-Schleife und ich war da noch nicht dran. Ich habe noch nichts ausprobiert. Auch noch nicht die neuen Produkte von meinem Geburtstag. Die habe ich ganz kurz, habe ich mir das Puder, glaube ich, damals in meinem ungeschminkten Gesicht verteilt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Schaut mal euch diese neuen Farben an. Also ich glaube, man sieht schon ein paar matte, aber auch sehr grob glitzerige. Ich gehe mal in Bonxy. Was ich gut finde, Flirty. Vielleicht bekommt ihr die Palette ja noch, zum Beispiel beim Rossmann oder so. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Das ist jetzt ein matter Lidschatten. Den kann ich mir gut vorstellen zum Lid vorbereiten. Jolly. Ein sehr, sorry für den Mittelfinger, aber ihr kennt mich ja. Irgendwie benutze ich zum Swatchen zu 80% die Mittelfinger. Wunderschöner Bärenton. Und dann gehe ich mal in Dazzling. Das ist in der Mitte dieser hier. Ich glaube, der... Oh, der gibt gar nicht so viel ab. Da muss ich ganz feste drin rumwursteln. Schaut mal. Ich war ganz feste drin. Und ich glaube, der hat so goldene Pigmente. Seht ihr das? Den siehst du kaum. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da bin ich ja mal gespannt. Gleich. Dann haben wir noch Sassy. Den sieht man besser. Das könnte schon so ein Highlighter sein. Dann gehe ich jetzt noch in Diva. Die anderen sind auch matt hier oben. Seht ihr? So Brauntöne. Und jetzt gehe ich wieder mit meinem Mittelfinger in meine Lieblingsfarbe. Oh, was ist da denn los? Bäm. Okay, also in dem Fännchen sieht es mehr nach Lila aus. Wenn man das swatcht, würde ich sagen, so ein Pink. Ich freue mich drauf. Also ich habe vor, ich habe nämlich noch eine Lidschattenpalette mir gegönnt. Ich habe vor, die zu mischen. Ja, ich mische jetzt gleich zwei Paletten. Ich habe beide noch nicht ausprobiert.
Ja, bis auf diesen einen Ton, der jetzt wenig Pigment abgab gerade. Hier, welcher war das? Dazzling hier in der Mitte. Ja, schauen wir mal. Aber an sich macht die Palette erstmal einen guten Eindruck. So, dann habe ich mir vor, boah, ich glaube, das ist 2 Wochen jetzt knapp her. Seit knapp 2 Wochen habe ich mir bei uns im DM in der Lavera-Theke war oben so eine Art LE aufgebaut. Da gab es auch Lippenstifte, meine ich, und noch andere Produkte. Und diese Mineral Eyeshadow Palette. Ich glaube, von Lavera habe ich nur 1, 2 Monolidschatten, aber noch keine Palette. Das ist die Blooming Pastel, genau, die 02, hier oben steht's. Und zwar mit diesen wunderschönen Farben. Wir haben auch einen Spiegel. Ich kann den Deckel wunderbar rumklappen und dann haben wir hier diese 6 Farben. Ja. Da gab es noch eine andersfarbige, die war mehr nude braun. Und das hier seht ihr schon. Ich gehe jetzt auch mal gleich in den, glaube ich, leicht glitzerigen, oder? In diesen Pflaumeton. Dann swatchen wir mal noch den hellsten. Mal gucken, ob der matt ist. Ich glaube nicht. Und dann gehe ich mal noch in den dunkelbraunen. Also es ist eine schöne Palette. Ich habe ja so grün-braune Augen und ich glaube, da passen die Farben. Ja, ich glaube, der, seht ihr das? Der in der Mitte, der leuchtet so ein bisschen. Ist jetzt nicht schlimm. Kann man gut zum Highlighten unterm Augenbrauenbogen verwenden. Bin ich gespannt drauf. Ich wollte unbedingt, ich mag, also die Monolidschatten von Lavera, die ich habe, finde ich gut. Deshalb dachte ich mir, gönne ich mir mal so eine Palette. Ja, ich gehe nochmal jetzt in die anderen. Komm, wir swatchen auch mal eben noch die 3, die ich euch jetzt nicht geswatcht habe. Das sind diese. Ja, die sind jetzt nicht so, also ich sag mal, das sind ja auch helle Farben, aber ich finde sie schön. Das sind so, ja, so leicht rosé, nude. Wir gucken mal gleich, wie ich das mische mit der Daisy-Palette. Genau. So, und dann, wo habe ich denn den feuchten Lappen jetzt? Kommst du her? Dann trinken wir erstmal noch einen Schluck Kaffee. Ich bin ja, oh, jetzt dachte ich schon, ich hätte nicht auf Play gedrückt. Wisst ihr, wenn man, auch wenn es nur eine Woche ist, wenn man, ich versuche ja sonst 2, 3 oder sagen wir mal 2-mal die Woche ein Video zu drehen und jetzt über eine Woche kein Video gedreht, irgendwie, man verlernt es nicht, aber man muss mal wieder so ein bisschen reinkommen. So, jetzt habe ich hier mein Müller-Haul, also ein bisschen was habe ich dann doch noch mitgenommen. Ich habe unter anderem eine Essence-LE entdeckt und da habe ich mir ein bisschen was mitgenommen. Genau, ich hole das mal eben raus, weil so viel ist es nicht. Ich fange mal mit dem etwas unspektakulären an. Ich liebe BB, ich liebe den BB-Duft und habe mir mal diese Abschminktücher mitgenommen. Ich habe noch andere, aber diese hier noch nicht. Die heißen abgeschminkt, 5 in 1 sanfte, das sind die Micellentücher. Weil die hatte ich jetzt noch nicht, die wollte ich mal ausprobieren. Vielleicht kennt die ja jemand und kann mir was dazu schreiben. Jetzt juckt mein Auge, genau, Auge jucken. Ich nehme im Moment auch etwas schärfere Medizin, sage ich jetzt mal. Die mich so ein bisschen müde macht, glaube ich. So kommt es mir vor, weil letztes Jahr habe ich ich habe ja Heuschnupfen, also ich reagiere leider auf Gräserpollen und Getreide. Gut, Getreide fliegt jetzt nicht so, aber Gräser. Im Moment mähen sie überall. Wir leben ja hier sehr ländlich und überall sind sie am Mähen. Und das fing ganz heftig an mit Augenjucken und Nase läuft und ne, man kennt es vielleicht. Aber jetzt im Moment geht es. Also ich hoffe, dass ich gleich beim Schminken, dass es nicht anfängt zu jucken. Drückt mir mal die Daumen. Es gibt die Marke Benecos im Müller und immer wenn ich da bin, nehme ich mir diese hier mit. Ich meine, ich hätte sie letztens aufgebraucht. Das sind auch Abschminktücher und ich finde die phänomenal gut. Die riechen gut, die sind vegan für alle Hauttypen mit Aloe Vera. Ich finde die klasse. Ich ärgere mich so ein bisschen. Warum habe ich mir nicht gleich 2, 3 Pakete mitgenommen? Aber gut. Dann machen wir weiter mit Art Deco. Bei Art Deco habe ich diesen Blush entdeckt. Und die sind zwar, ja, ich glaube über 20 Euro, aber ich mag Art Deco. Es sind 9 Gramm. Blush Couture ist, glaube ich, eine aktuelle LE. So rot verpackt mit Kussmund. Und ich habe den Cheek Kisses. Ich glaube, da gibt es auch nur den einen. Das ist dreifarbiger Blusher, Mineral Sericid, bewirkt ein angenehmes Tragegefühl auf der Haut. Farben können vermischt oder einzeln angewendet werden, ohne Parabene, Lanolin und Mineralöl, parfümfrei. Dose kann mit ausgewählten Art Deco Produkten nachgefüllt werden. Und das fand ich halt das Gute. Ich habe schon so einen Highlighter in so einer Dose.
Ja, das ist so eine schöne, schlicht gehaltene rote Dose. Und hier hinten, das kann man rausklicken. Ja, da drückst du hier und wenn das Produkt irgendwann mal leer ist. Was ich auch schön finde, der Spiegel hat hier, sieht man das hier unten, einen Kussmund aufgedruckt. Ja, und das ist dann der Blusher. Dreifarbig und man sieht, glaube ich, etwas schimmernder. Ich gehe mal einzeln rein. Der schimmert so ein bisschen. Ich glaube, der ist matt. Ah, ich fand die Farben so spannend. Und jetzt mischen wir mal alle und dann ergibt das einen schönen, Moment, boah, wir sehen es gleich auf der Wange. Aber ich fand den phänomenal gut und ich mag, also ich drücke jetzt auch mal, seht ihr, wenn man hier hinten drückt, kann man das rausnehmen und neu befüllen, ne? Mit anderen Art Deko Produkten. Es gibt Puder, das finde ich eigentlich ganz gut gemacht, ne? Dass man halt nicht alles kaufen muss, sondern nur halt das Produkt und dann klickt man das hier rein. Das wollte ich gleich mal ausprobieren. Ich habe von Art Deco jetzt auch nicht so viel, aber zum Beispiel liebe ich ja auch die Eyeshadow Base in dem Pöttchen. Ne? Ja, dann kommen wir jetzt zu Catrice. Da gibt es eine neue LE, die heißt Sungasm. Luminizing Bronzer. Da gab es viele spannende Produkte. Ich habe mich aber nur für dieses hier entschieden. Es gab eine Highlighter, einen Face and Body, also den kann man auch für den Körper nehmen. So ein, ich sag mal, so ein Riesenteller. Das war wirklich ein riesengroß und ich habe von Catrice schon so ein großes Teil. Und ich muss sagen, von der Farbe her schön, aber da gab es definitiv gröberen Glitzer drin. Und das auf meiner etwas älteren Haut ist nicht so schön. Dann gab es Bronzing-Perlen, aber so alles, was mit so Perlen ist, da weiß ich halt, ich finde es schön, aber ich verwende es selten. Da gab es noch viele andere Sachen. Und dann habe ich mich für den dunkleren, es gab noch einen helleren Bronzer. Und das hier ist die dunklere Version, die 02 Bronzed Euphoria. Hier, schaut mal über meinem Finger. Da. Und ich hoffe, er ist nicht zu dunkel, aber ich fand den irgendwie schöner. Sehr schön finde ich die Aufmachung hier. So war auch der Highlighter. Und man sieht schon, das ist kein matter Bronzer. Der andere war natürlich etwas heller. Wahrscheinlich habe ich mir den... Ja, wir gucken gleich mal. So, ne, der leuchtet. Der hat keinen groben Glitzer. Also der Highlighter hatte definitiv leicht groben Glitzer. Jetzt nicht große Körner, aber leicht. Und den kann ich mir auch gut auf dem Auge vorstellen. Aber ich werde damit gleich mal leicht mein Gesicht aufwärmen. Ich fand die Farbe spannend. Die andere fand ich sehr hell. Habt ihr euch was mitgenommen aus der Sungasm-Reihe? Seidig weiches Bronzing-Puder mit subtilem Glow für einen natürlich schimmernden Ton. Jo, für den einen oder anderen. Ich denke mal, für viele, viele schwören ja auf matte Bronzer. Ich eigentlich eher auch. Aber es darf auch ruhig mal jetzt im Sommer, gerade jetzt, ein bisschen glowen. So, dann Essence-LE. Die heißt Wanna Be Honey. Nee, Wanna Be My Honey. So. Genau. Da gab es auch noch viele schöne dekorative Sachen, eine Lidschattenpalette, aber das hat mich alles nicht von den Farben gecatcht. Irgendwas fehlte mir da, um es mir zu kaufen. Aber was ich gut finde, sind so Make-up-Remover-Pads. Ne, hier so schön dargestellt, Thema ist Honig, so eine Honigwabe, finde ich klasse. 01 Happy Be Happy Me. Die kann man in der Waschmaschine waschen bei 40 Grad. Und damit kann man sich abschminken, ja? Einfach mit warmem Wasser anfeuchten, sanft über die Haut und Augen fahren. Das probieren wir mal aus, ja? Ich habe solche Tücher auch von einer anderen Firma. So, das sind jetzt, finde ich klasse gemacht, 3 solche Dinger. Und ich weiß jetzt nicht, je nachdem, wie man sich schminkt, klar, also man muss die schon öfters waschen. Ne? Ich würde jetzt nicht eine Woche lang mich nur mit einem und demselben Pad abwaschen. Ich denke mal, anderthalb Wochen würde ich diese 3 verwenden und die dann gleichzeitig in die Waschmaschine packen. Ja, man kann die sogar aufhängen, finde ich gut. Ne? Die haben alle hier so ein Hängelchen, so ein Schildchen mit einer Biene drauf. Da steht auch nochmal 40 Grad. Die bestehen aus 85% Polyester und 15% Polyamid. Naja, gut. Aber die fühlen sich schön weich an. Also ich komme mir schon vor, ich werde es ausprobieren. Ich packe sie erstmal wieder in den Karton.
So, und dann gab es Pinsel in der LE und ich bin im Moment pinselverrückt, aber Pinsel werden nicht schlecht und ich mag das. Ich meine, die könnten sich eigentlich, finde ich, diese Plastikverpackung sparen. Es sieht toll aus, aber ich packe meine Pinsel da nicht rein. Ich benutze solche Verpackungen hinterher mal, wenn ich anderen was schenke, dann packe ich was anderes da rein. Das habe ich schon mal gemacht. Hier haben wir den Highlighter Brush. Ich glaube, es gab auch einen Highlighter in der LE. Sehr schön weich, fluffig, schön gemacht, in Gold gehalten, mit den Waben hier aufgestanzt. Ja, also sehr weich. Der ist sehr fluffig, kann ich mir aber auch für Blush. Highlight finde ich ihn schon fast zu breit. Gab es in der LE einen Highlighter? Ja, ich glaube in der Palette, in dieser Lidschattenpalette. Den werde ich jetzt wahrscheinlich noch nicht ausprobieren. Und dann gab es noch diesen hier. Das ist ein stinknormaler Wops, Lidschattenpinsel, meine ich. Was steht denn hier? Genau, Lidschattenpinsel. Ja, wie gesagt, ich finde, diese Plastikverpackung können Sie sich sparen. Also einfach so, man wäscht die ja, ne? Und das ist, ich mag, so schön aufgemacht, hier ist auch die Biene drauf, liegt gut in der Hand und hat einen guten Widerstand. Ich mag die Lidschattenpinsel von Essence. Ich habe da einige, auch aus LEs und ja. Vielleicht probiere ich den doch gleich mal aus. Mal gucken, ich habe noch andere Pinsel hier. Ihr wisst, ich habe zum Geburtstag diese hier geschenkt bekommen von Real Techniques. Das sind so besondere Lidschattenpinsel, die so abgeschrägt sind. So ganz interessante. Die habe ich im Doppelpack geschenkt bekommen. Und hier sind sie. Ob ich die jetzt gleich, ich weiß nicht. Wahrscheinlich werde ich die falsch anwenden. Ich habe es noch nicht geschafft, mir ein Video darüber anzugucken. Genauso wie hier diese Rebel-Dinger hier. Das sind ja speziell zum Konturieren, was ich ja eigentlich gar nicht mache. Aber es wäre vielleicht mal ein guter Anfang da. Also, obwohl, wahrscheinlich werde ich die zweckentfremden. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Welchen ich gleich ausprobieren werde, ist von Luvia, habe ich ja mir gewünscht, diesen Foundation-Pinsel. Und das werde ich ausprobieren gleich. Und diesen, Real Techniques, womit man trockenes Puder aufs Gesicht aufträgt. Den werde ich ausprobieren. Es kommen noch schöne, spannende Sachen. Und jetzt habe ich als letztes Produkt noch aus der Essence Wannabe My Honey LE diesen All-Over-Balm mit natürlichen Ölen. Kommt in so einem süßen Döschen hier. Ja, hier steht halt drauf, extrem pflegender Multibalm. Also ich denke, den kannst du dir... ich habe jetzt meine Finger nicht sauber... Aber ich habe mir den gestern Abend auf die Lippen, man sieht es vielleicht, war mit dem Finger drin, nachdem ich mir die Hände gründlich gewaschen habe, war ich mit dem Finger drin, habe es mir auf die Lippen gegeben. Es ist ein sehr festes Produkt, man muss schon ordentlich ja, drin rumrühren, bis man was auf dem Finger hat. Es hat einen sehr, sehr schönen, leichten Honigduft. Ich weiß jetzt gar nicht, was hier alles drin ist, aber stand das nicht hier irgendwo? Ich glaube, hier ist auch Kokos drin, meine ich. Also ich finde, im Abgang rieche ich Kokos. Also es ist ordentlich viel Produkt und ich habe es mir auf die Lippen aufgetragen und ja, jetzt kann ich noch nicht viel sagen, aber ich fand es irgendwie schönes Produkt. Oh, toll. Jetzt denkt ihr bestimmt, was macht sie? Wir haben hier einen Milan, das ist ja so ein besonderer Vogel, Greifvogel meine ich. Früher habe ich zu allem Adler gesagt, Mama, guck mal, da ist ein Adler, aber die Adler gibt es bei uns ja nicht mehr. Der Milan ist ja unten drunter so schön rot, der hat so rotes Federkleid und ich habe ja hier ein riesen Küchenfenster, quasi hinter euch und hier fliegt er gerade direkt vor meiner Nase rum. Toll, tolles Tier. Ja, also, ich würde sagen, jetzt wisst ihr, worum es geht. Ich habe im Moment furztrockene Hände und irgendwie, ja, ich habe hier die Handcreme von Alverde, ich glaube, die gibt es gerade mit Rose. Ich könnte mich stündlich damit wirklich, aber irgendwie, ich habe im Moment sehr, sehr trockene, schuppige Finger, Hände und da reicht irgendwie diese Handcreme nicht aus. Ich brauche eigentlich mehr. Vielleicht muss ich mir den Multibalm hier auf die Finger schmieren. Ja, ihr Lieben, jetzt werde ich alles ausprobieren, ne, unter anderem auch die vorhin gezeigten Produkte. Ich bin mal gespannt. Ich freue mich drauf, ich habe mich jetzt wirklich so richtig geschminkt. Meistens, ich habe dann mal Mascara nur durch den Heuschnupfen, den ich jetzt hatte oder noch habe, war mir einfach nicht nach Schminken. Ne? Wenn ihr euch vorstellt, sobald du nur kurz ans Auge kommst, juckt es alles wie Hölle oder der Rachen. Ich musste andauernd niesen, ach schlimm.
Wollen wir mal hoffen, dass das jetzt sich zurückhält hier. So, wir starten. Ich habe mir nämlich ausgesucht vom Bar Minerals die Bar Pro. Das ist eine relativ deckende Foundation. Diese hier. Und damit will ich gleich probieren, hier in Kombination mit dem Pinsel. Ich habe mir aber auch von Real Techniques das normale orangefarbene Make-up-Schwämmchen angefeuchtet. Und halt, den habe ich zum Geburtstag bekommen. Das ist wohl einer, der ist so soft, so smooth. Da sagte man mir zum Puder ein. Ich denke mal, zum Concealer-Setten werde ich den gleich verwenden. Habe auch mal Real Techniques Concealer-Ei angefeuchtet. Ich würde sagen, wir starten. Ich habe jetzt heute Morgen eine Tagespflege ins Gesicht mir gegeben und jetzt zoome ich euch einen Ticken näher. So. Ich habe von Lanchester, das war mal so eine Probe bei einer Douglas-Bestellung. Das ist ein mit Lichtschutzfaktor 30, ein Primer. Child and Glow Primer. Da habe ich mal überlegt, mir das in Original zu kaufen, weil ich den ganz gut finde. Aber mal schauen, der ist sehr ergiebig. Und ich habe eigentlich jetzt schon zu viel genommen, aber weil ich weiß, dass es wird jetzt richtig schön warm und ist schon. Also gestern hatten wir 22 Grad und am Mittwoch, glaube ich, wären es bis zu 26 Grad. Jetzt haben wir ja auch noch Montag den Feiertag, Christi Himmelfahrt und ja, da freue ich mich auch drauf. Allerdings werden dann die Tage nach dem Feiertag fast jeden Tag habe ich da Termine und wahrscheinlich wird es jetzt, meine Mama hat Mittwoch auch Geburtstag. Ach, und dann stehen noch so viele Termine an und aber, wie gesagt, also falls ihr mich vermisst, ich komme wieder. Also auch wenn ich mal ein, zwei Wochen, wenn mal kein Video kommt, dann liegt es halt daran, dass ich keine Zeit habe. Lust habe ich eigentlich immer. Nur die Zeit fehlt mir oft. Also ich finde das von Lanchester, das Teil hier gut. So nennt der sich. Schaut mal. Ich schreibe euch aber auch die Produkte wieder in die Infobox, die ich jetzt benutzt habe. Ja? Das ist wie so eine leichte Lotion. Gibt auch so einen leichten Glow, wie man sehen kann. Ich würde aber nichtsdestotrotz sagen, wir machen erst das Augen-Make-up, weil ich nicht weiß, inwiefern diese neuen Lidschatten hier, die zwei Paletten, ob die krümeln. Genau, und ich würde sagen, von Anastasia Beverly Hills habe ich den Eye Primer. Da gibt es noch die größere Version. Ich habe jetzt hier 7 Milliliter. Soll ja sehr, sehr gut sein. Habe ich mir sagen lassen. Ist so eine schlichte, süße kleine Tube. Relativ teuer. Aber okay, stehen wir eigentlich gerade? Ich habe manchmal das Gefühl bei dieser Kamera, wir stehen schief. Na, dann ist es jetzt eh zu spät. Oh, sehr, sehr helle Base, also ich glaube, das gibt es auch. Oh, und man braucht nur ganz, ganz wenig, hat man mir geschrieben. Ja, ich glaube, ich habe zu viel erwischt. Okay, die Tube stand auf Druck. Also sehr, sehr deckend, glaube ich. Ich habe jetzt auch mein Auge vorher nicht abgepudert, weil man mir sagte, das braucht man eigentlich nicht. Aber wisst ihr, manchmal hat man so seine Schminkschritte drin. Aber ihr seht vielleicht, wie hell diese Base ist, ne? Wow! Also das könnte ich schon zum Concealen hier, hier für meine dunklen Augenringe. Im Moment schlafe ich auch nicht so gut. Ja gut, der Kleine, mein Sohnemann, der ist ja jetzt 2 Jahre. Johannes ist im Moment auch relativ unruhig. Er schläft eigentlich durch, aber er wird manchmal kurz wach, weil er dann den Schnuller verloren hat und er bekommt jetzt gerade wieder Zähne. Und ja, ne? Die Mütter unter euch wissen, wovon ich rede. Aber diese Base, die deckt, glaube ich, auch wer... Also ich neige jetzt nicht zu Adern, dass man so sichtbare dunkle Adern auf meinem Augenlid sehen würde. Nein, aber ich finde... Sehr schnell eingezogen. Okay, dann mache ich jetzt nichtsdestotrotz weiter mit Alverde. Mein geliebtes Augenbrauen-Duo gibt es immer noch und... Ja, das helle Puder ist mir zu hell, das verwende ich einfach nicht, ne? Okay. Pinsel waschen. Ich glaube, ich weiß, was ich heute Abend mache, wenn der Kleine schläft. So, was habe ich jetzt hier wieder gemacht? Also ihr könnt euch auch gar nicht vorstellen, wie sehr ich das dann auch vermisse, ne? Mit euch hier. Also mit euch hier, das hört sich an. Aber ich stelle mir ja wirklich vor, oder wenn ihr mal anfangen wollt mit YouTube, mit Videos drehen, ihr müsst euch wirklich vorstellen, ihr unterhaltet euch gerade mit einer besten Freundin. Ihr quatscht.
Und die Kamera hier quasi, die Linse, schaut auch, wenn es geht, in die Linse. Ich gucke natürlich auch oft ins Display, gerade wenn man Produkte zeigt oder beim Schminken. Aber wenn ich so frei raus rede, versuche ich euch anzugucken, sprich meine Kameralinse. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wenn jemand sich permanent selber anglotzt. Ne? Also, ja, das mag ich auch nicht, wenn da jemand sitzt und andauernd sich selber anguckt. Natürlich muss man das in gewissen Situationen. Ja, was gibt sonst Neues? Wie gesagt, Johannes ist jetzt am 23. Mai 2 Jahre alt geworden. Wir haben sehr schön feiern können mit ihm hier. Er hat jetzt so ein kleines Fahrrad bekommen, so ein Dreirad. Und ja, dann waren wir jetzt bei der U7. Die Ärztin war auch sehr, sehr zufrieden mit ihm. Und also es gibt eigentlich nur Positives zu berichten. Und irgendwie entdeckt man auch jeden Tag was Neues. Und Johannes entdeckt jeden Tag was Neues. Das ist einfach nur schön, wenn man die Entwicklung so sieht, ne? Und wie schnell das alles geht, wie schnell die Zeit auch vergeht. Hätte ich nie gedacht. Früher konnte ich es nicht erwarten, endlich volljährig zu werden. Da ist die Zeit nicht rumgegangen. Und heute geht die Zeit viel zu schnell rum. So, also ich finde das Puder irgendwie, woran ich mich jetzt gewöhnen muss, ist wirklich diese fast weiß aussehende Lidschattenbase. Aber jeder schwärmt von der Anastasia Beverly Hills, von diesem Eye Primer. Hier steht auch drauf, der ist sogar wasserresistent, steht hier. Water resist, genau. Wow. So, okay, das haben wir verwendet und das haben wir verwendet. So. Dann haben wir, und es geht schnell, finde ich, mit dem Puder. Also Stifte, finde ich, alles bei mir sieht unnatürlich aus. Ich habe zwar noch so 1-2 Stifte, die ich aufbrauchen möchte, aber... So, jetzt kommen wir zu den Lidschattenpaletten. Ich würde sagen, dieser helle Ton in der Lavera-Palette, der schimmerte ja so ein bisschen. Aber hier von der wunderschönen Catrice Daisy-Palette, der ist matt. Deshalb würde ich mal sagen, mattiere ich jetzt erstmal alles. Ich nehme dazu hier so einen Blendepinsel, meinen geliebten von Ebelin. Gehe jetzt hier halt in diesen hellen Ton. Richte meinen Spiegel aus. Ja, ihr Lieben, also das ist wirklich, die Zeit vergeht einfach zu schnell. Wow. Also es ist ein schöner Hautton, den siehst du hier kaum. Aber ich benutze den jetzt. Ich denke mir immer, wenn ich nach der Lidschattenbase, wenn ich so einen natürlichen Ton drauf mache, kann ich halt auch andere besser verblenden. Ob das wirklich so ist, ich weiß nicht. Obwohl ich jetzt nicht auf dieser Eyeshadow Base von Anastasia Beverly Hills habe ich nicht so ein stoppendes Gefühl. Wisst ihr, wie so bei anderen Bases, da hast du dann da merkst du richtig, dass das so quietschstoppend, wie soll ich das beschreiben? Also der Pinsel gleitet nicht so schön über die Haut. Also ich glaube, dieser Eye Primer, ja, der ist schon nicht schlecht. So, also ich glaube wirklich, dass die alle schimmern sind leicht, ne? Also die haben leichten Glow. Nichtsdestotrotz gehe ich jetzt einfach mal in den hellsten hier. Erstmal in diesen hellen. Staubt ein bisschen. Ja, also den nimmt man, oh doch, also dafür, dass es so ein heller Ton ist, schaut mal, man sieht ihn. Aber das ist wirklich was, also das ist was ganz Gedecktes, was heißt Gedecktes, was ganz Softes für jemanden, der wirklich nicht auffallen möchte. Ich gehe jetzt in den nächst dunkleren Ton, weil mir das doch zu hell ist. Und das kann man ruhig machen, die sind relativ fest gepresst, also ich wusel hier, schaut mal, ich wusel hier richtig feste drin rum. Staubt nur so ein bisschen, also das finde ich gut, aber dann, das ist auch gut für Schminkanfänger. Man muss halt feste drin rumrühren und hat trotzdem jetzt nicht zu viel Pigment am Pinsel. Ich gehe jetzt mal in Electric hier. Das ist dieser aus der Daisy Palette, in diesem Braunton gehe ich. Ja. Der krümmelt auch nur so ein bisschen, schaut mal. Ja, der krümmelt auch nicht viel und ich war jetzt ganz schön heftig drin und, hallo? Der ist auch soft. Okay, ich habe hier noch ein dunkleres Braun. Ich
gehe mal mit dem Finger rein. Auch wenn ich mit dem Finger reingehe, sieht man, habe ich nicht viel an meinem Finger. Hier oben, an meinem trockenen Finger. Also das ist auch was Softes. Okay. Haben wir halt mal so ein bisschen, also hätte ich jetzt nicht gedacht. Wenn man den Farbton so sieht, hier ist doch der andere, der ist dunkler. Ich gehe mal in Lazy, ich gehe mal in den dunkelbraunen hier, in diesen. Okay, den sieht man besser, ja, okay. Da habe ich jetzt auch abgeklopft, also der ist definitiv, ne, sieht man, dunkler. Davon nehme ich jetzt auch nicht ganz so viel. Vielleicht hinterher noch. Ich gucke mal, wie der sich verhält, wenn ich hinterher noch verblende. Ich gebe mir den einfach hier nur in die Lidfalte. Genau, etwas grob rein. Noch ein bisschen hier auf die andere Seite. Trage mir den etwas höher auf, hier auf meinen Knochen. Weil ich habe ja sehr tief liegende Augen. So, das gefällt mir schon mal ganz gut. Ist jetzt auch nicht ganz so fleckig geworden. Kann ich ja mal hier mit zur Eva 228, der ist für die Crease, steht da auch drauf. Ich nehme noch mal ein bisschen von dem Verblendeton, gehe hier noch mal über die Kanten und versuche das so ein bisschen einfach auszurauchen. Sagt man das so? Ich hoffe, dass ich nicht unscharf wirke. So, oh, das geht ganz gut. Der ist sehr soft. Ich habe ja einige zu Eva Pinsel, die ich wirklich Preis-Leistung, die ich sehr, sehr gut finde. So. Doch, finde ich schön. Ich glaube, ich fange jetzt erstmal an. Ich gebe mir hier mit, auch zu Eva, mit der Nummer 231, gebe ich mir ein Highlight. Und zwar gehe ich in die Lavera Palette, in den hellsten, der, wie ich finde, so ein bisschen Schimmer abgibt. So ein bisschen Glow. Na, da kann man ruhig mehr nehmen. Ja, oh ja. Und den gebe ich mir jetzt auch unter meinen Augenbrauenbogen. Finde ich sehr, sehr schön. Dieses leichte Leuchten gefällt mir. Wie gesagt, das ist der Essenspinsel aus der Honig-LE, sage ich mal. Und das ist von diesem Zweier-Set. Das, seht ihr das? Der ist so abgeschrägt. Ich weiß jetzt, wie gesagt, ich habe noch keine Videos gesehen. Ich kann mir aber vorstellen, ich versuche das mal mit dem Real Techniques, mit diesem kleinen abgeschrägten. Da steht jetzt drauf Instapop Crease Brush. Crease ist ja auch hierfür, ne? Okay, ich werde ihn wahrscheinlich nicht so verwenden, wie man es sollte. Ich gehe jetzt mal, schmeiß weg die Palette, Nadine. Ich gehe jetzt mal in Dazzling, diesen hier. Den hat man ja kaum gesehen. Der ist auch ganz, ganz fest gepresst und ich glaube, boah, da kommt ja gar nichts ab. Hier, schaut mal. Der ist auch ganz speckig. Hier. Ich bin da ganz feste drin und wie ihr seht, sieht man fast nichts, oder? Schaut mal. Na gut, dann gehe ich, glaube ich, mal in die Lavera Palette. Und zwar in welchen gehe ich denn rein? Hier, in diesen etwas dunkleren Roseton mit dem gleichen Pinsel. Ich will mal gucken, ob man den hier sieht. Den sieht man jetzt, der ist auch ganz dezent. Ne? Ich gucke mal hier zu euch. Ich glaube, ich muss mir den Spiegel anders stellen. So geht es besser. Also der fällt hier auch kaum auf, würde ich sagen. Da sieht man nicht viel, ne? Ne, der ist auch ganz dezent. Der ist eher was, wie gesagt, was ich eben halt gemacht habe, hier mit den beiden in die Crease und Schichten. Ja, man sieht ihn ganz dezent hier, ne? Ja. Doch, ich mache das jetzt. Ich gehe mal hier in diesen Ton mit dem gleichen Pinsel. Da ist definitiv was dran. Klopfe ab. Ja. Den sieht man schon besser. Auch nicht so wie, ne? Also, schaut mal. Welcher war das denn jetzt? Dieser hier. Oh, der hat schon Wumms. Ich glaube, durch das Abgeschrägte hier vom Pinsel kommt man ganz gut hier in die Crease, so, ne? Kann man hier eine feinere Linie ziehen. Ich glaube, deshalb haben sie den ja so abgeschrägt einfach, ne? Dann nehme ich mir jetzt mal den größeren
Da haben wir ja noch diesen hier. Wahrscheinlich ist der wirklich eigentlich eher für die Crease. Ich werde jetzt aber in diesen dunkleren Schimmerton von der Lavera Palette reindipsen. Oh, und gib mir den hier auf. Und wie man sieht, sieht man nicht viel. Ich gehe mal mit dem Finger rein. Also die ist wirklich, auch mit dem Finger nicht. Das sind wirklich, also die Palette ist, glaube ich, wirklich was für Schminkanfänger oder sagen wir mal für welche, die nicht ganz so viel auf dem Auge haben wollen. Okay, ich will aber jetzt mehr haben. Dann gehe ich in der Daisy Palette, in der Catrice Palette hier in den Ton, in Cherry. Ja, den sieht man. Ne, Lavera, das sind so Mineral Eyeshadows, die sind halt, ja, da kann man ruhig fest reingehen und man hat trotzdem kaum was auf dem Pinsel. Ja, das ist ein dunklerer Bärenton, aber auch hier kann man ruhig mit Wumms reingehen. Also man sieht das vielleicht auch, hier sind so ein paar Pigmente, also ein bisschen Fallout. Der ist jetzt auch matt. So, ne, matt, bärenfarben, kann man machen. Ich weiß jetzt nicht. Ja, sieht dann so aus. Ich glaube, ich gehe jetzt mal in Diva mit dem kleinen Finger hier. In diesen Pinky aussehenden. Und den gebe ich mir in die Mitte. So quasi in diese Verbindung von dem vorderen und hinteren Lidschatten. Ich bin auch ganz fest reingegangen und presse mir das richtig hier aufs Lid. Und ich glaube, dann sieht man was, ne? Seht ihr? Ja, so als Mittelpunkt, als Highlight, als kleines i-Tüpfelchen. Das mache ich dann hier mit dem anderen auch, mit dem Mittelfinger nur. Aber die sind auch, der hier ist wahnsinnig gut gepresst. Und da kommt nicht viel runter. Seht ihr das? Oh, ich glaube, da sieht man es nicht so gut. Doch hier. Schwierig. Na gut, dann. Oder man muss mal ein Pinselchen an. Aber ich glaube, beim angesprühten Pinsel kommt man bei so fest gepressten auch nicht weit. Man sieht das auch richtig, wie fest diese Schimmernden hier, ne, die in der Pfanne sind. Ich kann ja jetzt noch mal, spaßeshalber, gehe ich in Sassy oder Sassy in diesen hellen. In der gab ja jetzt kaum was ab. Jetzt gehen wir in diesen eher goldschimmernden. Den gebe ich mir. Ah ja, da kommt mehr. Das ist wie so ein Topper. Seht ihr das? Da sieht man ein bisschen mehr. Ne? Den gebe ich mir jetzt über den pinkfarbenen als Verbindung auch nochmal drüber. Ja, also der ist etwas besser. Da kommt, den kann man so als Topper oben drüber geben. Ja, so, jetzt muss ich mal den Finger sauber machen. Ich habe jetzt, glaube ich, auch keinen Flüssig-Eyeliner hier. Deshalb versuche ich jetzt mit den dunkleren, mit diesem dunkleren Braunton aus der Lavera-Palette. Das ist dieser hier. Ah, ich bezweifle, dass man den sieht. Wir probieren es mal. Jetzt gehe ich mit so einem abgeschrägten Pinsel in das Braun von der Lavera-Palette und gucke mal, ob man den hier sieht. Oh, ich glaube nicht so sehr. Nee. Okay, dann gehe ich hier in Lazy. Ich versuche mal Lazy in das dunkelste Braun aus der Catrice-Palette. Okay, den sehe ich minimal. Naja, aber soll mir heute reichen. Der ist etwas besser pigmentiert wie, ja, wie allgemein, wie die Lare. Seht ihr das? Auch nur, ja doch, so leicht müsste man es sehen. Ich mache mal den Pinsel sauber, den abgeschrägten, und benutze jetzt nochmal diesen dunkleren Bärenton hier. Dipse jetzt richtig feste in die Palette, in die Farbe. Ja doch, man sieht ihn, aber ich sehe jetzt auch, dass ich vermehrt Fallout habe. Schaut mal, der hat so einen schönen bärenfarbenen Touch. Nicht zu rötlich, aber ich kann das gleich auch noch abschwächen, aber den sieht man. Ich verblende jetzt noch mal so ein bisschen hier und dann würde ich mein Augen-Make-up so lassen, obwohl es mir hier fast noch zu wenig Pigment ist. Aber gut,
Also ich finde, welcher war das denn jetzt? Das war Cherry, ne? Genau, da habe ich mit Cherry hingegeben. Ich nehme jetzt hier von Essens diesen Honig, aus der Honig-LE, den Pinsel, und gehe in den Cherry-Ton ganz fest rein und klopfe mir den hier nochmal in den hinteren Teil. Genau, weil ich finde da, das war mir jetzt zu wenig. So. Ja, es erscheint jetzt sehr dunkel. Aber gut, ich finde durch dieses Leuchten, durch die Topper, ich gehe nochmal in Sassi, in den Goldtopper und gebe mir den hier nochmal ein bisschen auf. So. Also, was könnte ich sagen abschließend? Ich finde beide Paletten toll. Also die Lavera ist was Dezenteres, die ist nicht ganz so krass. Die ist nicht matt, ne? Also da ist selbst der helle Ton, vielleicht, ich trage, glaube ich, den hellen gleich nochmal nach, weil ich den Concealer ja gleich noch auftragen möchte. Die Palette mag ich auch. Bouncy habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, das ist dieser Ton. Den kann ich mir in der Lidfalte auch gut vorstellen. Den habe ich ja jetzt fürs ganze Lid verwendet. Aber diese hier sind sehr, also besonders der hier, gibt nicht viel Farbe ab, ne? Und man muss mal mit dem Finger arbeiten, aber das kriegt man hin. Ansonsten lassen sie sich alle eigentlich gut ausblenden und verarbeiten. So, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Mascara. Das mache ich mal eben selber. Und zwar habe ich mir da rausgesucht, die habe ich euch letztens gezeigt, Maybelline Lift Volumen Express. Diese hier, diese kleine, die sieht ja sehr klein aus, die Maybelline Mascara hier. Aber die beinhaltet 10 Milliliter und ist nicht ganz so teuer. Und hat mich nicht enttäuscht. So, ihr Lieben, ich bin wieder zurück, habe mir meine Wimpern getuscht, meine Hände nochmal eingecremt und ja, ich komme mal näher. Also das Augen-Make-up an sich finde ich jetzt nicht schlecht. Und die Wimperntusche, wie gesagt, für das Geld, finde ich, eigentlich macht sie ein schönes, solides Ergebnis und ja, kann sich sehen lassen. Okay, ich zoome euch noch einen Ticken raus. Also ich bin relativ zufrieden. Natürlich die zwei Lidschattenpaletten, vielleicht nehme ich gleich nochmal was nach. Ist halt so Mittelklasse, würde ich sagen. Jetzt nichts Überragendes, aber man kann mitarbeiten. Man braucht vielleicht ein bisschen länger und man muss aufbauen oder mit dem Finger benutzen. Aber das war jetzt auch das erste Mal und ja, das nächste Mal weiß ich es vielleicht besser. Ich würde sagen, jetzt nehme ich ein bisschen Concealer. Da habe ich von Nabla den Concealer. Genau, den hat mir ja Purish zugeschickt. Den durfte ich testen. Das ist Nabla Close-Up Stay Full Smooth in Ivory. Das ist ein sehr, sehr ergiebiger Concealer. Und ich brauche jetzt wirklich eigentlich nur so einen kleinen Dipsy. Und ich mache mir das auch nur hier vorne hin. Ja. Also man braucht nicht viel. Dann nehme ich erst meinen Finger, mache das einmal so grob. Oh, das war jetzt schon zu viel. Das ist Wahnsinn, wie ergiebig der ist. Wirklich, der ist so, so ergiebig. Die Farbe finde ich okay, also das passt. So. Und also ich habe auch beide Schminkreihenfolgen schon ausprobiert. Na, irgendwie. Irgendwie, also ich meine, erst Make-up, dann Concealer, erst Concealer, dann Make-up. Das ist, glaube ich, egal. Das kann man machen, wie man möchte. Ich mache es jetzt erstmal so rum. Und ich finde, ja, das ist okay bei mir. Also damit fahre ich ganz gut. Ich muss den richtig hier einklopfen, auch mit dem Schwämmchen, weil ich habe schon viel jetzt probiert. Ein bisschen kriege ich da immer in meine Fältchen rein. Vielleicht nehme ich, gleich noch ein bisschen. Jetzt würde ich sagen, lasse ich das erstmal so stehen und werde wo ist er denn, mein, genau, hier ist mein neues Pinselchen, Luvia, der Luvia Foundation Pinsel und jetzt habe ich schon so lange nicht mal verwendet. Den Primer habe ich ja schon drauf von Bar Minerals, Bar Pro Performance Wear Liquid Foundation. Oh, das ist eine sehr flüssige Geschichte.
So, wie mache ich das denn jetzt? Ich nehme mir einfach mit dem Pinsel was auf, tupfe mir das hier hin. Ich mache das jetzt so. Und ich meine, ich habe gelesen, man soll es dann so leicht verteilen. Ich habe euch ja schon gefragt in den Vorstellungs-, in meinem Geschenke-Video, wie arbeitet ihr mit solchen Pinseln? Und dann habt ihr gesagt, grob verteilen und dann halt auch wie mit dem Schwämmchen einbuffern. Ne? Ich habe ja hier auch mein Real Techniques, mein angefeuchtetes Schwämmchen. Und man sieht schon, mein Muttermal ist nicht mehr so gut sichtbar. Also das ist wirklich schon eine deckende Foundation. Jetzt muss ich aufpassen mit meinen Augenbrauen, weil die sind ja jetzt schon gemacht. Ne? Ich finde die Foundation trotzdem gut. Ich hatte die bei der lieben Hatti mal gesehen, die hat sie vorgestellt. Und da habe ich mir gedacht, komm, das ist zwar eine eher deckende Geschichte, aber mir hat das Finish so, so gut gefallen bei ihr. Ich brauche noch was. Ich gebe mir mal nochmal einen Pumpstoß hier auf meinen Handrücken. Also die läuft so weg, könnt ihr sehen, ne? Und dann würde man ja meinen, boah, die ist so flüssig, die kann nicht deckend sein. Aber ihr seht vielleicht, doch, die kann. Also ich ziehe die mir jetzt hier so. Und dann buffer ich die ein und ich vermute mal, dass ich, also ich finde das erstmal, dass der Pinsel hier, der ist zwar hart, aber nicht unangenehm. Er ist fest gebunden, aber ich kann trotzdem relativ locker hier über die Haut, ohne dass ich jetzt meine Haut, glaube ich, überstrapaziere. Und jetzt komme ich mal näher zu euch. Okay, hier sieht es noch fleckig aus. Da muss ich noch ordentlich erarbeiten. Aber das, was ich jetzt hier sehe, war mit der Foundation, das kommt, denke ich, mal auch auf die Base drauf an. Der Primer scheint ganz gut zu sein von Lanchester. Das verträgt sich. So, ich gehe jetzt, ich finde, ich habe es gut eingebuffert. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal mit meinem leicht angefeuchteten Real Techniques Schwamm drüber. Also ich sehe jetzt, ich habe auch längere Zeit, jetzt bestimmt 2 Wochen, kein Peeling mehr gemacht. Mache ich ja auch relativ selten, weil bei so einem Peeling denke ich mir immer, könnte ich ja auch meine Haut verletzen. Ne? Deshalb mache ich jetzt nicht so häufig ein Peeling, aber ich finde, das Ergebnis, gerade hier um den Nasenbereich, ich finde das gut. Kann natürlich jetzt wirklich auch an diesem tollen Pinsel liegen, ne? Okay, also ich bin erstmal relativ angetan in Kombination mit der doch relativ deckenden Foundation. Ich glaube, ist der Pinsel echt gut. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt nehme ich hier von, habe ich ja bekommen von meinem Schatzi zum Geburtstag, von, durfte ich mir aussuchen, habe ich mir bei Douglas bestellt, hier das Translucent, also das farblose Puder von Jeffree Star. Das ist ein loses Puder. Das Schöne ist, ihr habt hier so einen Schieberegler und könnt es dann aufmachen. Und dann nehme ich mir jetzt mal ein bisschen hier in den Deckel. Erstmal nur so ein bisschen. Und jetzt habe ich ja hier dieses neue, dieses roséfarbene Schwämmchen mit dieser smoothen Oberfläche. Und ich meine, ich nehme mal jetzt die Spitze. Nur mit der Spitze gehe ich in das Puder. Klopfe ein bisschen ab. Und gehe jetzt erstmal nur unter meine Augen damit, um eventuell den Concealer zu setten. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mache. Aber hier ist immer noch so viel Puder am Schwämmchen. Ich weiß nicht, was ich davon handeln soll. Jetzt gehe ich mal richtig mit dieser schmalen, flachen Seite rein und Puder. Jetzt gehe ich mal großflächig über mein Gesicht. Okay. Vielleicht ist das auch nur was zum Baken und ich mache das komplett falsch. Ich buffer das jetzt mal hier ein, weil ihr seht vielleicht, sonst sieht man die weißen Stellen. Es ist schon was anderes wie mit dem Pinsel. Weil ich sehe, oh Gott, ich mache es wahrscheinlich grundfalsch, aber ich gehe jetzt auch gleich nochmal mit dem Pinsel nach. Das Puder an sich finde ich nicht schlecht, ist schön fein gemahlen. Mir kam es gerade so vor, als riecht das nach Kokosnuss. Guckt mal. Ich glaube, das ist eher das Schwämmchen. Was? Wie sehe ich aus? Ich sehe irgendwie aus wie ein Gespenst gerade. So, jetzt nehme ich mir mal meinen Puderpinsel hier von, das war mal von Catrice L.E., einen schönen großen. Und gehe jetzt nochmal so drüber und ja, dann sieht man vielleicht, ja. Also ich glaube, ich komme besser mit dem Pinsel klar. Aber vielleicht ist der auch eher
zum Einbuffern, wisst ihr? Und dass ich jetzt nur noch hier das so ein bisschen abtragen muss. Also das Puder von Jeffree Star, mal schauen. Ich habe es jetzt noch nicht so richtig probiert, war jetzt heute das erste Mal. Gucken wir mal, wie das sich bewährt. Aber ich komme mir jetzt noch sehr, sehr blass vor. Und ich habe ja auch noch hier die Too Faced Palette. Die Born This Way kommt so daher. Und das ist die Light-Version. Und wir haben auch einen Spiegel und wir haben diese drei Puder. Ne, das ist hier einmal so ein grobkörniger Highlighter, dann so ein feines Puder und hier zum Abpudern, das ist das Soft Focus. Ich glaube, ich benutze den jetzt auch gleich einfach mal. Ich habe hier einen etwas schmaleren Puderpinsel und gehe jetzt in Soft Focus. Oh ja, und dann sehe ich schon. Hoffentlich seht ihr das auch nicht mehr ganz so matt aus. Ich weiß nicht, also ich glaube hier, wenn das wirklich nur dieses Real Techniques Ei für Puder ist, zum Reinbuffern oder zum Baken, und Baken mache ich ja eigentlich nie, dann, naja, aber gut, dann war es mal eine Erfahrung, dann ist es eher nichts, aber ich brauche ein bisschen mehr Glow und ich meine jetzt durch dieses Puder, ich nehme mal noch ein bisschen, ich mag dieses ganz matte nicht, dieses matte Finish nicht, nehme ich mir den neuen Bronzer aus der Sun Gasm Reihe von Catrice, der hoffentlich nicht zu dunkel ist. Den benutze ich jetzt so wie immer mit meinem Zur Eva Luxe Face Definer, die 101. Gehe ich jetzt mal... Oh, das staubt aber. Sieht man das? Ich war jetzt kurz drin. Seht ihr das da? Okay. Ordentlich abklopfen. Ja. Oh ja, da muss ich aufpassen. Sonst wird es zu dunkel. Hat jetzt keinen Duft, aber hätte ja sein können, ne, dass das so ein bisschen riecht irgendwie. Muss man, schade, dass der so staubt. Ich mache auch ein bisschen unter mein Kinn. Ja, ihr Lieben. Aber ansonsten, also auf dem Finger eben, der Swatch glänzte mir mehr. Hier geht es jetzt. Und ich nehme jetzt auch nur noch hier die Puderreste und gehe mir kurz hier überall so leicht übers Gesicht. Und ich finde wirklich, das hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn ich jetzt nochmal euch mit dem Finger das swatche, ne, so krass, dann ist das schon ganz schön heftig. Aber dieser Glow verteilt sich im Gesicht und ich finde, wow, ich bin jetzt glaube ich doch froh, dass ich die dunklere Variante gewählt habe, weil das andere kam mir sehr, sehr hell vor. Sehr schön, das gefällt mir. Jetzt habe ich auch so ein bisschen mehr Leben wieder im Gesicht und sehe nicht ganz so weiß aus. Schön, doch, schönes Teil. Gefällt mir. Ja, dann haben wir ja von Art Deco noch den neuen Couture Blusher hier. Und dann nehme ich mal so einen mittelgroßen Blushpinsel und vermische jetzt. Also ich gehe jetzt wirklich hier überall durch. Klopfe ab und gib mir das hier. Oh ja. Hab abgeklopft. Okay. Da ist definitiv was zu sehen. Und jetzt gehe ich mit so einem ganz leichten, fluffigen Pinsel hinterher. Weil ganz so krass, obwohl... Doch, jetzt geht's, ja. Ihr seht es. Und vermischt mit dem Bronzer, weil der hier an sich, der hat nur ganz leichten Glow. Ich glaube, die beiden verstehen sich, die vertragen sich. Ja. Sehr schön. Oh ja. Mhm. Man muss aufpassen, hätte ich nicht gedacht. Also der hat doch Wumms hier. Schönes Teil, gefällt mir. Was haben wir noch? Ich glaube, an neuen Produkten war es das jetzt. Nein, den hatte ich ja schon mal. Ich hatte von The Balm den Mary Luminizer und habe den dann verschenkt. Und dann habe ich irgendwie... Habe ich den vermehrt jetzt bei anderen gesehen und dann habe ich mir gedacht, okay, Mary Lou, komm noch mal her zu mir. Das ist so ein champagnerfarbener, richtig fett Glow. Wer ihn nicht kennt, was ich fast nicht glaube, seht ihr das? Der hat richtig schön Glow. So, und den verwende ich jetzt mal. Komm, ich mache das mal mit dem Essence aus der Honig LE. Hier, das ist ja der Highlighter-Pinsel. Ich finde ein bisschen zu groß eigentlich. Ich gehe mal nur mit der Spitze rein.
Okay. Es geht, doch es geht. Hätte ich nicht gedacht. Auf die Nase natürlich. Ja, und da seht ihr, bam, glow. Seitlich hier von dem Licht, jetzt hier von der Kamera, fällt es jetzt nicht so auf, außer die Seite sieht man eigentlich immer mit am besten. Oh ja, das ist so ein speckiger Glanz, ja, das ist ohne groben Glitzer, das ist einfach schön. Doch, ich bin froh, dass ich ihn jetzt, wie gesagt, zum Geburtstag nochmal bekommen habe und den gebe ich auch nicht wieder her. Mary Luminizer, da gibt es noch die anderen zwei Damen, aber ich glaube, Mary passt auch am besten zu mir und ist was. Jetzt habe ich auch definitiv Glow wieder im Gesicht. Finde ich sehr, sehr schön. Jo, so, was haben wir jetzt? Jetzt könnte ich ja nochmal dahergehen, die Lavera-Palette nehmen und mit dem Rundpinsel in den hellsten Farbton gehe ich jetzt und frische nochmal etwas die hellen Stellen auf, gerade hier. Also ich muss sagen, der Concealer ist mit Vorsicht zu genießen und man muss den Concealer von Nabla richtig gut einbuffern. Ich sehe halt jetzt so, also es war schon mal schlimmer, aber hier unten runter, hier sieht man halt so ein bisschen, dass der Concealer leicht in die Linien, in meine Fältchen gekrochen ist. So, aber die Palette ist schon schön, doch. Der Glow auf meiner Nase, wa? Ah, ich liebe den Glow. Also ich finde, beide Paletten haben irgendwas. Die sind nicht perfekt, sagen wir mal. Also, ne? Manche Lidschatten funktionieren nicht so gut. Da muss man mit den Fingern oder so nachhelfen. Ja, und ich glaube, das war's jetzt. Nee, wir können jetzt noch. Ich glaube, ich nehme noch mal von der Too Faced Palette hier den Soft Focus und ich brauche noch ein bisschen hier. Ich gehe jetzt mal richtig kräftig hier in diesen mittleren rein. Irgendwie, ich glaube von Jeffree Star, das Puder, das ist wirklich matt. Also das ist zum Setten vielleicht noch am besten geeignet. Aber so, irgendwie brauchte ich jetzt noch ein bisschen mehr. Also das Puder ist so fein gemahlen hier von Too Faced. Ich gebe mir den jetzt mal hier drunter. Das ist von Too Faced jetzt, dieses Soft Focus Puder. Seht ihr das? Das war jetzt Mary Luminizer und das ist das Soft Focus Puder. Ich glaube, jetzt könnten wir noch fixieren. Da habe ich jetzt nichts Neues. Ich glaube, dies gibt es leider nicht mehr. Von 183 Tage das Summer Glow Finish Spray. Sieht witzig aus. Hat einen angenehmen süßlichen Duft und hat auch einen recht feinen Sprühstrahl und fixiert sehr gut. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ne? Ja. Ich glaube, hier sieht es wieder aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Für die Lippen von Urban Decay meinen Lipgloss, den einzigsten, den ich habe, Naked. Der heißt auch Naked, aber ich habe ihn schon ziemlich lange. So, das ist einfach so ein nudefarbener, schöner. Er schmeckt so ein bisschen minzig. Und ich gebe extra etwas über meine Lippenkontur. Also gerade eben habe ich ja noch wirklich also die Kombination hier, das Schwämmchen, das muss mir noch mal einer erklären hier. Das habe ich wahrscheinlich falsch angewendet. Das Puder ist bestimmt nicht schlecht von Jeffree Star. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich lange jetzt, also dass das gut settet einfach, ne? Also das Make-up und auch den Concealer. Also es geht jetzt wirklich. So aus der Ferne betrachtet finde ich, in Kombination mit Bronzer, mit Glow Spray, mit dem Blush und mit dem Highlighter, so die ganze Kombi, auch mein Augen-Make-up mag ich leiden und es bleibt jetzt auch so. Genau. Also, mir hat es riesigen Spaß gemacht. Ihr könnt mir euer Feedback dalassen. Wie gefallen euch die Produkte? Habt ihr auch Produkte hier? Vielleicht habt ihr ja auch die Catrice Daisy Palette oder die neue Mineral Eyeshadow Palette von Lavera. Ne, die ist halt etwas schwächer pigmentiert, da muss man dann mal gucken. Aber nichtsdestotrotz finde ich, beide Paletten in Kombination sehen ganz gut aus. Und ich freue mich einfach, dass ich sie habe. Ich freue mich über alle Produkte. Und jetzt entlasse ich euch erstmal. Ich weiß nicht, wie gesagt, ne, wann das nächste Video kommt. Ich muss mal gucken.
Aber wenn ich die Zeit habe, dann nutze ich die auch. Und das wisst ihr. Und ja, genau. Deshalb Daumen drücken, dass ich bald wieder Zeit finde. Und jetzt entlasse ich euch, freue mich auf euer Feedback, auf eure Bewertungen. Und ja, würde mal sagen, bleibt mir gesund und bis hoffentlich ganz bald, eure Nadine.